So, herzlich willkommen zurück. Super. Elizabeth und Travis Tate. Ich sag's dir, Liz, nach der Nummer musst du mich lieben. Ah, ich habe mir vorgestellt, wie die Farsinus-Trottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Wie kann man nur so ein ich deprimierendes... Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Aha. Aber ich würde auch eher sagen, na, schwierig. Ach, eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um anzukommen. Ja, das kriegen wir noch hin. Guck mal, da ist auch schon eine Leiter. Komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Ich muss springen. Du hast doch deinen komischen Batman-Haken. So, und nu? Jetzt bin ich hier oben. Springen geht nicht. Aber wenn ich gleite... Dieser Tipp kam sehr gut. Schön. Oh, du hast verkackt. Ja. Halt wir gedrückt. Um Scheiße. Fick dich. Entschuldigung. Oh Mann, dieses Spiel. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die hier nicht... Hauptsache viel und neu, aber irgendwie... Na komm, ist egal. Vielleicht bin ich auch einfach nur so blöd. Das will ich ja auch nicht verneinen. Das kann ja auch sein. Ich spiele ja Spiele zum. Achso, das muss man halten. Kann ich das Wasser nicht irgendwie ablassen? Wie bei der Erweiterung? Na, das hält mich wach. Das ist doch super. Jo. Das war knapp, Mädchen. Jetzt abwärts, Otter. So, springen und dann...
Super, was haben wir hier? Ich glaube, von hier aus komme ich nicht zur Tür. Sollst du auch nicht. Du sollst eigentlich auch nur das Zeug holen. Und es war es nicht wert. Das war es nicht wirklich wert. Zum Glück habe ich die Leiter runtergelassen aus Vorsicht. Ich kenne ja meinen Spielstil. So. Schon wieder. Nein! Oh, Aloy, was machst du denn da? Bin ich da jetzt hoch oder nicht? Lass mich raten, ich muss jetzt wieder zurück. Och, Mädchen. Ich habe so das Gefühl, die Kamera ist so ein bisschen... könnte ein bisschen mehr Farbe vertragen. Das sind natürliche Farben, also... Dann muss ich hier hoch. Um 5 mm näher zu kommen. Nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Hier, ne? Ich sollte rübergreifen können. So, und für den Fall... So. Jetzt ist Ruhe im Karton. Aber hier komme ich auch weiter. Oder komme ich hier raus? Sieht für mich irgendwie so aus. Ja. Gut. Was ist darin? Jetzt lass mich doch erstmal hier looten. Wertgegenstände. Ist doch schon mal super. Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? Versperrte Tür. 150 Dezibel. Der Konsole, dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trav? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Fast Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen 2 Plätze, weil ich meinen Freund Trav mitbringe. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Ach, geht schon. Ich habe hier einen persönlichen Filter. Siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text? Der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben? War das eine Audiofolter? Also, das war's schon? Cool. Danke, Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shaw steht zur Abholung bereit. Oh, er atmet noch. Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit.
Du kleiner Bastard. Hey Trev, ich habe ein paar alte Dateien im Projekt Gespinst-Sklave ausgegraben. Ein paar alte Dateien vom Projekt Gespinst-Sklave ausgegraben, noch aus der Zeit vor Hades. Ted ist nicht annähernd so gründlich, wie er glaubt. Was hatten seine kleinen Trottel hier am Laufen? Hui, und dann haben sie auch noch ein paar fiese Sachen von Ramses-Projekt reingepackt. Das ist natürlich die Moldawien, das ist natürlich der Moldawien-Brainhack, aber auch neue kleine Teufel wie der allwitzende Meme und mein persönlicher Liebling, was? Sovereign 7482, das ist mal ein Spitzenpredator. Die Kontrolle über die TDO-Bots übernehmen sie mit Haushaltsgegenständen. Was? Die Kontrolle über die TDO-Bots übernehmen. Ah, das mal. Die Kontrolle über die TDO-Bots übernehmen und sie mit Haushaltsgegenständen bewaffnen. Danach räumt keiner mehr auf. Ich muss zugeben, ich hätte gerne. Die hätte ich gerne frei rumlaufen sehen, damit sie noch was erleben, bevor die Lichter ausgehen. Aber ich werde der Versuchung nicht nachgeben. Das kommt wohl davon, wenn man mit Lizzie abhängt. Oder vielleicht will ich auch meinen Elysium-Deal nicht aufs Spiel setzen. Aha. Von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor Zero Dawn übernahm. Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Travis steht nicht auf Verräter. Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Ach nee. Braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Warte. Das war doch diese CD. Steht bestimmt hier. TDO. Persönlicher Liebling 7482. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass 7482 der Code ist. Na, also. Super. Ja, machen wir die Tür mal auf. Es ist interessant, dass die leuchten, obwohl ich den Fokus eigentlich aus habe. Willst du ja nicht sagen, das sieht nach Schrott aus, aber... Was haben wir denn da? Sollen wir auf die Dinger krabbeln, Mädchen? Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Farzenith braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall... Du wolltest Gaia stehlen! Ich hatte nichts damit zu tun. Und du hast die Verantwortlichen bestraft. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt. Was, wenn wir als Einzige überleben? Sollten wir dann nicht Apollo haben? Um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Wir reden nochmal vor. Obwohl, Tilda. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Elizabeth hörte sich am Ende traurig an. Ich glaube, das war was Persönliches. Ich glaube, die haben so ein bisschen miteinander zusammengespielt. Die Liz wusste von Apollo. Da ist die Tür. Ich komme näher. Oh. Ein
Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Warte mal. Weiß nicht warum. Ich habe eben gedacht, der Controller geht aus, weil die sich nicht bewegt hat. Und hat gar nicht auf Dingsbums reagiert. Das ist ja. Ich habe beim Gefühl, beim Klettern reagieren die Befehle nicht so geil. Das dauert alles ein bisschen. Okay. Nach dem Part manchmal eine Pause, sind dann drei. Sind wir eigentlich für diese Woche schon wieder gedeckt. Vor allem muss ich noch Dingsbums hochladen, Ghost of Tsushima. Da haben wir auch wieder ein paar. Ja, zwei. Ich habe diesmal nicht so lange das Spiel gespielt. Aber Ghost of Tsushima sind wir eigentlich gut. Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Hoffentlich. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren? Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Okay, diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Ja. Ich muss das Kabel von der Kopplung des Arms lösen. Die Frage ist, wie? Hades 0312 Behälter beschädigt. Daten verloren. Das Wasser hat sie wohl zerstört. Daten verloren. Alle. Aber Gaia, geht es gut, oder? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, die Frage ist, wie? Der Zugwerfer nützt mir hier nichts. Ganz stabil. Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen. Hab eins. Zwei sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten. Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte ja. Ohne Unterfunktionen. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen! Die ursprünglichen, die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat, die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt.
Der Versuch war's. Wir müssen jetzt die Funktion von Gaia zurechtsuchen. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ja, weg ist er. Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neugeboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein, sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Versuch mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind, diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Was? Vielversprechend. Petra? Ein weiterer Klon. Jetzt wird's interessant. Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Peter! Die macht das, glaube ich, nicht freiwillig. Tja... Hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobek hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Erfindung... Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. Lass mich raten, die waren es, die Hades korrumpiert haben. Und die wollen wahrscheinlich irgendwas machen. In VR töte ich ständig.
Virtual Reality. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Ich kann nichts ausrichten. Ich muss hier irgendwie raus. Gibt hier. Ich den ganzen Prozessor runterholen. Was? Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Die Frage ist, ist das mächtig genug? In den Arsch treten, du Penner! Autsch. Immer irgendwie. So, was muss ich denn jetzt noch machen? Schluss mit dem Quatsch! Oh, das war knapp. Ich hab schon gesehen, dass noch eins aufs Maul kriegt. Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Na komm. Los, komm schon. Oh, ich muss den Hauptrad kappen. Du hast Mumm, Kleine. Ich hab die Kopplung gehalten. Ich muss alle abschießen. Oh, komm schon. Deine Angst. Der geht mir auf den Sack. Och man. Der macht aber gut Damage, ne? Was bringt's, wenn die Kopplung sich ständig erneuern? Da sind noch zwei Kopplungen am Draht. Greif mich an! Nicht die dumme Maschine! Nur noch eine! Wo ist die? Alter, was eine Mistsau. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen.
Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Sind das wirklich Maschinen? Das gefällt mir gar nicht. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Vielleicht geht's da unten weiter. Ich weiß, dass ich X halten muss. Die Frage ist nur, wo. Mist. Die Frage ist jetzt nur, wo komme ich hier weiter lang? Das sieht irgendwie interessant aus, aber nein. Kann hier nichts machen, ne? Kann aber auch die Dingsbums nicht öffnen. Also, dass das jetzt so extrem futuristisch wird, finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich finde, das passt jetzt auch. Ah, ich weiß nicht, das ist schwierig. Natürlich geben sie nicht auf. Es sind Maschinen? Du musst schnell hier lang oder da lang? Können aber nicht durchs Wasser, ne? Also entweder muss ich jetzt klettern oder runter, aber... ob das so eine gute Idee ist. Aber die sind, glaube ich, da drüben. Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Das wird Krach machen. Ich
weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin einfach mal ein bisschen stiller, weil ich... Mich flasht das gerade so ein bisschen. Perfekt. Ich würde ja mit der Strömung folgen. Natürlich. Rost. Nee, das war. Das war. Schon gut. Ich bin hier. Ich muss. Hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Das geht ja noch. Der gute Wal. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja. Das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit einer Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Dann auf zur fabelhaften Zoo. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Wal meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Ah.
Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Okay. Wir müssen uns noch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Ja, so ein Scanner ist schon ganz geil. Ich war jetzt mal ein bisschen geflasht von dieser einen Cutscene zur nächsten. Bei Horizon Zero Dawn gab es nicht so viele Cutscenes. Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger? Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Das ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja. Einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt. Ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein. So dass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Aha. Interessant. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Das ist keine andere Wahl. Bettruhe. Verstanden. Du willst oder nicht, Aloy? Du bist nur ein Mensch. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht wird das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Dieser Herzensbrecher. Ist es das, was du sagen wolltest? Hamina. Sein Hirn ist gerade anderswohin gerutscht. Ich will zwar nicht sagen, ich hab recht, aber...
Ja. Das wird es. Ich mich auch. Jetzt muss erstmal wieder alles nach oben wandern. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja, jetzt mach schon. Geh. Komm. Verschwinde. Geh deiner Süßen hinterher. Kannst du auch was vorne abreiben. Warte. Entschuldigung. Tja. Wer sind die? Weiß nicht, ob das angenehm oder unangenehm ist. Auf so einem Geflecht okay. Zu schlafen. Alles verheilt. Das ist super. Oh, Fähigkeitspunkte 2. Jetzt haben wir 5. So, die Frage ist jetzt. Niederschmetternder Schuss. Schwere Waffe plus. Schwere Waffe muss ich eh nicht benutzen, weil ich sie nie benutzen werde. Also, Reh, sie ist irgendwie sanft. Vielleicht Teil der Programmierung. Ein Pflughorn, schwach gegen nichts. Was willst du? Gibt es irgendein Problem? Das Problem sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Roll nicht rum. Je früher ihr geht, desto besser für das Land hier. Desto weniger übel das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern, hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Reh wird sowieso sterben. Genau wie wir alle. In der Zwischenzeit kommen Fremde und rauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin. Gekleidet wie ein Vogel. Mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Moment. Eine Kaja-Jägerin mit einer Utaro-Drossel? Was? Führe ich Selbstgespräche? Ja. Hab sie heute gesehen. Rannten nach Südwesten. In den sicheren Tod. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Armes Utaro-Mädchen, wer sie auch ist. Möge ihr Same fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich will ihn nicht. Ja. Was hast du denn hier? Werkstoffe? Nee, ich kann aber was verkaufen, ne? So, gefunden, Verkauf gegen Metallscherben. Das kann ich eigentlich alles. Na, siehste, ist doch mal was. So, kann ich hier nochmal meine. Alles auffrischen. Nimm ich mit. Dann holt die alte nicht rum. Vertikale Schockfallen sind jetzt herstellen zum Platzieren verfügbar. Okay. Ich will aber einen schönen Bogen haben. Ich muss Wahl und so in Rheinklang treffen. Den Chor fragen, ob ich. Ich will erstmal gucken, ob ich noch irgendwelche Hauptquests oder Nebenquests machen kann. Aber ich habe nämlich das Gefühl. Brennende Blüte. 2 Fertigkeitspunkte. Heilige Höhle betreten dürfen. Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber als erstes sollte ich nach Süden gehen, um eine alte Freundin zu treffen. Ja, solltest schauen, du. Was ihr draußen tut. Und mich etwas umsehen. Bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt, aber
Nee, das liegt am Bildschirm, okay. Der mittlere Bildschirm ist halt etwas farbenfroher, weil es ein neuerer und teurer und besserer ist. Als der rechte, wo OBS halt läuft. Und dementsprechend dachte ich, dass die Aufnahme vielleicht ein bisschen lame ist. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich gleite! Da ist eine Brutstätte. Die will ich unbedingt. Dass ich wenigstens mal etwas mache hier. Ich würde sagen, ich mache jetzt gleich eine Pause. Wir sind bei 51 Minuten. Ich mache einfach eine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut. Tschüss.